sind ja erst seit kurzem jetzt hier. Wie erleben Sie die Mannschaft? Wie erleben Sie Freiberg? Wurden Sie herzlich aufgenommen? Ja, die Mannschaft ist sehr, sehr willig. Wir machen verschiedene Sachen ganz anders, als das bisher gemacht worden ist. Die haben da doch Spaß dran, obwohl es also verhältnismäßig schwierig ist für sie. Und der allgemeine Eindruck ist jetzt im Moment wirklich sehr gut. Es sind ja doch einige Spieler weggegangen, die wichtig für die Mannschaft waren. Konnten Sie das Ganze ausgleichen bisher? Ja, wir müssen das ausgleichen. Ja, wir haben einen Neuzugang für den Rückraum und den Rest. Den müssen wir eben mit eigenen jungen Spielern kompensieren und das werden wir auch schaffen. Wir müssen halt die Spielkonzepte so anlegen, dass wir auch ohne diese beiden sehr guten Schützen, die letztes Jahr noch die Entscheider waren im Spiel, auskommen können. Nun sind Sie ja wirklich erst seit kurzem hier in Freiberg. Was hat denn so diesen Ausschlag gegeben, dass Sie sagen, ja Mensch, ich habe noch mal Lust drauf und ich komme jetzt hierher und rock das Ding? Ja, ich war ja schon mal in Sachsen, ich war ja schon mal in Pirna und ich weiß, dass die Leute hier wirklich nett sind und dass die Handball begeistert sind. Und nachdem es eine etwas schwierige Situation ja für den Verein gewesen ist und man auf mich zugekommen ist, zu helfen, also habe ich das ganz gern gemacht. Und wie gesagt, die Aufgabenstellung, die ja auch beinhaltet, dass die jungen Spieler jetzt mehr zum Zug kommen, das ist etwas, was ich eigentlich in jedem Verein schon gemacht und forciert habe und darum ist die Aufgabe für mich irgendwie maßgeschneidert und darum habe ich es auch gern gemacht. Was ist für Sie das Besondere an Handball? Was macht das Ganze aus? Ja, in erster Linie ein vernünftiges Deckungsspiel, auch wenn viele nur die Tore sehen. Aber das hat man vielleicht jetzt im Spiel auch schon gesehen. Unser Hauptaugenmerk liegt jetzt im Moment auf der Deckung, nachdem uns ja auch zwei der Haupttorschützen fehlen. Und wenn ich als Deckungsspieler oder wenn ich als Mannschaft in der Abwehr meinen Gegner beherrsche, dann ist das Gewinnen leichter. Und dann ist auch das Selbstvertrauen eher da. Und dann kann man auch vorne Kabinettstückchen machen. Und hat die Mannschaft ja heute gegen so ein Top-Team aus Prag ja sich doch recht gut präsentiert. Ist es erstmal so, dass Sie sagen, ja Mensch, es hat gefruchtet, was wir bisher gemacht haben? Oder wo sind noch Stellschrauben, wo Sie ran müssen? Ja, wir sind natürlich schon mit einer gewissen Aufgabenstellung in dieses Spiel reingegangen. Und es wurde auch zu einem ganz großen Teil, oder sagen wir mal über große Phasen im Spiel, wurde also das gemacht. Wir haben also in unseren Trainingseinheiten bis jetzt für den Angriff eigentlich noch gar nichts gemacht. Wir haben uns eigentlich nur auf die Deckung konzentriert, wir haben uns auf den Rückzug konzentriert, wir haben uns darauf konzentriert, auch die zweite Welle zu spielen. Und das haben wir heute in gewissen Phasen richtig gut gemacht. Wenn wir dann mal irgendwann auch komplett sind, es haben ja heute noch zwei Spieler gefehlt, die uns, also der eigentliche Abwehrchef ist nicht da gewesen und dann noch ein Spieler, der im Rückraum sehr vielseitig einzusetzen ist. Wenn die dann mal da sind und wir dann auch unsere Konzepte für den Angriff trainieren können, dann glaube ich, sieht die Sache noch viel besser aus, wie es heute schon ausgesehen hat. Es ist ja noch knapp einen Monat hin, sage ich mal, bis die Saison wirklich beginnt für Sie. Fiebern Sie schon darauf hin und wo sind so die Sachen, wo Sie sagen, Mensch, da müssen wir noch ein bisschen zulegen? Ja, wie gesagt, zulegen müssen wir überall. Ne? Wir müssen also in der Deckung noch beweglicher werden, noch flexibler werden. Wir müssen noch, auch noch viel konsequenter in die Zweikämpfe gehen. Wir müssen dann, wie gesagt, im Angriff müssen wir Konzepte uns suchen, die also unsere Spieler richtig zur Geltung bringen. Und da gibt es also jetzt noch so viel zu machen, aber die Zeit wird reichen. Eine persönliche Frage. Wie wurden Sie vom Team aufgenommen? Also ich habe den Eindruck, dass ich recht gut aufgenommen worden bin. Die waren am Anfang natürlich auch etwas überrascht, da kommt jetzt ein Trainer in einem verhältnismäßig hohen Alter, aber ich habe ihnen dann gleich gesagt, 53 ist das neue 73 und seitdem ist also so fassen die das auch auf. Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Saison, ganz viel Glück und wir drücken Ihnen die Daumen. Vielen herzlichen Dank.